Auch unsere nächste Nachricht passt zum Thema. Trotz der gerade angesprochenen schwierigen Lage in der Branche gibt es nach wie vor junge Männer und Frauen, die sich für den Beruf des Landwirts entscheiden. Landrat Sebastian Straubel ließ es sich nicht nehmen, den erfolgreichen Absolventen bei der Freisprechungsfeier in Grub am Forst persönlich zu gratulieren. 37 Damen und Herren aus Westoberfranken dürfen sich ab sofort offiziell Landwirt nennen. Die Freisprechungsfeier im Landgasthof Goldene Rose in Grub am Forst steht ganz im Zeichen der Zeugnisübergabe an die jungen Absolventen aus den Landkreisen Bamberg, Coburg, Forchheim, Kronach und Lichtenfels. Prüfungsausschussvorsitzender Holger Heilingloh würdigt die intensive Vorbereitung der Prüfungsteilnehmer sowohl in Theorie als auch in Praxis. Die Landwirtschaft brauche gute Leute für die Zukunftsbetriebe, denn ohne sie sei keine professionelle Landwirtschaft möglich, sagt Harald Weber, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, im Rahmen der Feierlichkeiten. In den nächsten Jahren werde ein starker Strukturwandel auf die Landwirtschaft zukommen, prognostiziert er. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Landwirte seien gestiegen, attestiert auch Landrat Sebastian Straubel. Umwelt- und Klimaschutz sowie artgerechte Tierhaltung seien Themen, die die Bürger bewegen. Viele Menschen hätten ein falsches, verzerrtes Bild von der Landwirtschaft, macht Straubel deutlich. Ohne junge Landwirte werden wir keine Zukunft haben. Ihr seid wichtig für unsere Heimat, unsere Umwelt und unsere Lebensmittel, so Straubel in Richtung der Freigesprochenen. Aus dem Landkreis Coburg sind Luis Herbst, Philipp Kaltwasser, David Leuthäuser, Erik Poseckhardt, Steffen Schmidt, Jan Seifert und Adrian Becker als Prüfungsbester unter den erfolgreichen Absolventen.